noch. Dann zum Schluss einmal noch so ein klitzekleines Loch. Das war doch mal Werbeprospekt. Mit dem schlechte Laune. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst den Teppichkanten erst verziehen und dann nageln. Ich bin Masseur und Skilehrer. Ich bin Nagler. Paul, die Kollegen helfen doch nur aus. Für so eine Brigadeleiterin schmeißen wir uns in einen fahrenden Omnibus. Ja, ja, Linie 6, wa? Wer ist da? Bin ich bei den Opfer auch mit inbegriffen? Nagle, du. Wenn wir helfen, helfen wir alle. Och, wer bloß im Pankow geblieben. Gott sei Dank fahre ich morgens zu Silvester nach Hause. Das ist noch gar nicht entschieden. Was ist los? Herr Bauleiter. Frau Oberpichler, hören Sie bitte mit der Knipserei auf. Sie wissen doch ganz genau, dass das vom Werbeprospekt ist. Aber ich muss jetzt sowieso ins Büro zu meinem Mann. Das wird ihn sehr interessieren. Ja. Countdown, Leute. Warum höre ich keine Arbeitsgeräusche? Hab ich dir aus der Konditorei mitgebracht. Hä? Sicher Liebesknorren. Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn er weiterarbeiten würde. Paul, du bist heute wirklich nur mit Messer und Gabel zu genießen. Wir schaffen den Termin doch alle mal. Der Termin Anfang Januar muss hochgehalten werden. Was denn? Anfang Januar? Ich denke, das war Mitte Januar. Lass mal beißen. Aber mein Finger, Mensch! Ich dachte, das wäre eine Füllung. So ist es. Übergabe ist am 16. nicht anders. Was ist bitte am 16.? Warum höre ich keine Arbeitsgeräusche? Wir haben im Moment etwas sehr Wichtiges, aber das wird Ihnen Ihre Frau ja bereits mitgeteilt haben. Wer ist denn hier nun mit Herrn Oberbischler verheiratet? Sie oder ich? Jetzt pfeift der Latschen. Du sollst nageln. Oh, weg, was im Panko geblieben. Moment mal, jetzt muss aber ich mal was bemerken. Augenblick, Frau Oberbischler. Willst du nicht endlich mal was sagen, Paul? Hörst du gar nicht zu? Natürlich höre ich zu. Also, wer hat mir nun etwas zu sagen? Schweiß mal jetzt, Helmut. Ich steigste das doch schon. Ich hänge doch zu Silvester nicht in der Kaffeeraum. Ich wollte einfach nur. Setz dich hin. Wenn ihr wieder redet, bin ich das. Hast du nicht gehört, du sollst dich hinsetzen? Ja, doch. Was haben Sie denn hier zu sagen? Herr Heimbold ist nicht nur mein Großvater, er ist auch mein Chef. Na und? Du bist jetzt auch Stille. Nee, Meister, lass die Klinge mal machen. Mach mal. Herr Oberpichler, ist das Bergkristall vielleicht Ihr Privatunternehmen? Wer rekonstruiert denn hier? Doch wohl wir. Genau. Sie haben Ihre Probleme und wir haben unsere. Helmut, das lässt du dir gefallen? Natürlich nicht. Also, was ich sagen wollte, das... Was glauben Sie denn, warum bei uns im Moment keine gute Stimmung herrscht? Hm? Weil ich zu Silvester zu Hause bei Mutter sein will. Schokoladenpudding. Ja. Das Pudding lockert ja auch die Gefühle. Bei der Umfassbarei kann ja der Termin nicht gehalten werden. Und damit sind wir ja bei Thema da. Bist du in der Schule? Wollt ihr bloß vorschlagen, wenn ihr Not am Mann ist, würde ich meine Klasse mobilisieren? Ja, danke, Robert, vielleicht kommen wir drauf zurück. Zur Sache! Wie lange soll ich denn noch warten? Es geht um den Übergabetermin. Darüber waren wir uns doch wohl einig, Kollege May. In der Frage waren wir sozusagen... Ja, was denn für eine Einigkeit? Hallo, Leute, Mittagessen. Extra für ihn. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Dann stören Sie gefälligst auch nicht. Was soll denn der Pudding? Das ist Gefühlspudding mit Familiensoße, ja. Ja, für Moby Dick. Ja. Ich wollte den Pudding nicht jetzt. Ich sollte nämlich... Na, und da habe ich... Also, was wollen Sie denn nun? Die Buletten können kommen. Was? Die Kollegen können
zum Mittagessen kommen, sonst bleibt es nicht heiß, wenn es kalt ist, sagt Frau Stiegel. Ist ja gut. Kleine, zitterst ja mehr als der Pudding. Gib mal her. Mahlzeit! Du wirst nicht gleich verhungern. Also ich weiß gar nicht, was es über einen Termin noch zu reden gibt. Die Kollegen wollten doch bloß wissen, ob sie über Silvester nach Hause fahren können. Wer fährt zu Silvester nach Hause? Nicht aufregen, Helmut. Wie kommen Sie denn da dazu, dass hier einer über Silvester nach Hause macht? Na, der Termin ist doch erst am 16. Januar. Ach, Sie sind wohl nicht ganz informiert. Sie haben mir den 6. Januar zugesagt. Stimmt das, Paul? Hast du dem Heimleiter so einen schwachsinnigen Termin zugesagt? Mein Helmut ist nicht schwachsinnig. Herr May, das werden Sie zu verantworten nicht haben. In diesem Ton, Herr Oberbichler, ja? Fassen Sie meinen Mann nicht so an. Das steht nur mir zu. Schluss jetzt. Ab ins Büro. Zehn Tage. Gleich gibt's Liebesknochen. Ohne Füllung. Oh Mann, stell dich bloß nicht so an. Der Hund ist ein Mann wie jeder andere. 2, 3, 4. Wenn du ihn natürlich nur mit lapprigem Pudding umtanzt. Wenn es aber seine Lieblingsspeise ist. 7, 8, wisst ihr, bloß neidisch, weil er mich immer ansieht. Sowas wie dich sieht man ja auch nicht alle Tage. Und du willst wirklich Schauspieler werden. Warum denn nicht? Oh Gott! Na, du bist so ein Sisyphus. Ibykus heißt der. Das ist verfremdetes Theater. Feuer ihn! Und es gestehen die Bösewichter. Gestochen von der Rachestrahl oder so ähnlich. Warte doch. Ohne Publikum spiele ich nicht. Lass mich an deinen dürren Leib. Du schändlich, kurbnerisches Wort. Wieder da. Na, kommen Sie ins Waulmeer wieder, dann kommen Sie. Danke. Na? Mann, kann man aber Eisbeine. Ja. Eine Stunde habe ich bei meinem kaputten Auto an der Kreuzung gestanden. Ja, das war ein guter Zufall, dass ich mit meinem Trabi da vorbeigelast bin, oder? So, nicht los mit der Post jetzt, seit der Rekonstruierung hier. Schon wieder ein Remi-Demi da drin. Mein Freund Oberbichler. Wenn der Helmut dich rumklackieren kann, da fehlt was. Da komme ich vielleicht doch ungelegen. Nee, sie brauchen erst mal was warm, bis in der Dalme. Aber es ist ein hübsches Heim, ja. Oh, vor allen Dingen die neue Hallenbahn. Nein, wir sollten uns doch besser anmelden. Nee, wir werden uns in die Kirche anmelden bei der Hertha. Oh, mit gut. Den Buletten. Ja, gute Idee. Na klar wollte der was von mir, aber doch nicht so mit. Ey, und du? Tag, alles. Hallo. Hab ich mich jetzt erschreckt? Wieso? Das ist doch Peter Wieland! Entschuldigung, wir wussten nicht. Oh Gott, wie ich aussehe. Ja, wie ich aussehe. Das gibt's doch nicht. Das ist doch... Mensch, wie ich aussehe. Oh, warte! Leute, kommt mal her! Jetzt haben wir's eingerichtet, was? Mit der Zeit. Ich bin doch mit dem Bürgermeister verabredet. Ja, nee. Den Bürgermeister lassen wir ruhig mal ein bisschen warten. Na gut. Wir müssen ja auf der Ämter auch immer warten, wa? Na, ist der das? Ja. Das war ein bisschen ratzart. Mal doch mal das Wundertierchen angucken. Oh, ich dachte, die Lisa spinnt. Dass ich das noch erleben darf. Willkommen, Herr Wieland. Oh, Porri. Guten Tag. Lass mal leben, Herrschaften, lass leben. Ja, da kannst du es nicht einmal ein kleines Bauernfrühstück gebrützeln? Ja, schon, aber ich hab doch nur Bulette mit Porri. Bitte, nur keine Umstände. Herr Alois, mein Auto. Ja, hat er auch ein Auto. Ein Auto. Ach so, jetzt hat er noch vergessen. Herbert!
Ja, halt mal wieder. Herr Wieland hat eine Panne. Nein, ich sein Automobil. So, wird sofort operativ erledigt. Männer, wo liegt Ihre Karete? Das kann ich ja gar nicht annehmen. Na, an Innsbach-Kreuzung. Weißer Lada, 1500. Was denn, Künstler und kein Volvo? Die einfach an der Kreuzung stehen. Du hast einen Verteiler oder so einen Öden. Keine Panik, alle Autospezialisten, was wir drumherum um hier herum sehen. Wenn ich mal einen Schlüssel bitten dürfte. Ne? Moment. Ja, oh. Kalle, hol mal einen Barkas aus dem Schuppen, musst sowieso Material holen. Wir schleppen Ihre Hütte gleich mit her, nicht? Achso. Ja. Männerjacken anziehen. Ja. Ich kenne alle Ihre Titel. So? Ich auch. 17 Jahre blondes Haar. Was ist denn? Die ist gar nicht so ein Lala 1500, so eine alte Clique. Ja, okay, wir verholen den gleich hier. Ach, so eine schöne Hallenbar und keine Silvesterfeier dieses Jahr. Der Anblick alleine macht schon durch. Hast ich mir noch nie in die Schuhe geschrieben? Was? Da müssen Sie schon eine Dümmerin suchen. Bin ich vielleicht eine Sündenbock oder sonst noch was? Bist du vom wilden Affen gebissen? Bin ich vielleicht vom wilden Affen gebissen? Was weiß ich denn, was hier los ist? Na, was willst du da rum, ihr Hirsch? Weil die da drinnen, die sagen, ich hätte den Termin. Aber das ist gar nicht wahr. Er, der große Heimleiter, der hat mich doch dauernd mit seinen ewigen Sonderwünschen gelächert. Nun hast du gar keinen Termin, oder was? Ja, er sagte, ich hätte ihm den 6. Januar als Übergabe einen Termin versprochen. Na, hast du nicht? Gesprochen, ja. Versprochen, nee. Na was denn, du hast den 6. Januar versprochen, oder nicht? Er hat immer was von oberster Stelle gefaselt. Und dass der 6. Januar für den Bürgermeister sehr wichtig wäre. Ah, da wollte er dich erpressen, um sich beim Bürgermeister einzukratzen. Und du selten dämliche Sünfe merkst auch nicht, ne was? Ne? Du meinst, das bringt der fertig? Der bringt doch ganz andere Sachen fertig, der Seelenverkäufer, du. So Erfurchendackel. Ah. Wo bist du denn? Na, hier. Allein wäre ich da wirklich nicht drauf gekommen. Alois, ich danke dir. Bist du guter Freund, das war selten heutzutage. Guter Freund, hast du dafür auch überall Schlösser eingebaut. Das ist alles verriegelt und verrammelt. Das nennt sich nur Volkseigen, was? Mein ursprünglicher Termin war der 16. Januar. Jetzt ist es der 6. Und meine Leute wollen logischerweise über Silvester nach Hause fahren. Jetzt verstehe ich erst einmal. Der 6. Januar? An der Silvester, das wären dann 3 Tage Arbeitsausfall zusätzlich, ne? Das ist doch gar nicht zu schaffen. Oder du müsstest Silvester abschaffen. Wie ich? Bist du verrückt? Bin ich die gute Fee mit den 3 Wünschen? Das heißt, 2 allerdings wüsste ich schon. Vielleicht bin ich die gute Fee. Ach, das sei sie! Der arme Kerl ist seit der Rekonstruktion ans Bett gefesselt. Ja. Ich habe auch was. So eine langwierige und sehr schmerzhafte Krankheit. Ja. Nervus ischiadicus neuralgica. Hört sich aber ganz gut an. Was? Hast du mitgekriegt, was der Paul für Kummer hat hier, du lahme Fee? Ne? Ja, ich habe alles mitbekommen. Ja. Das ist ja so. Ah. 6. Wie was? Nur gucke, jetzt hat der den Schlüssel zu den Feengrotten. Jetzt, 6. Januar. 6. Januar. Na, also gut. Wenn also die Kollegen Handwerker über Neujahr hier blieben, dann könnten sie doch am 2. Januar wieder mit der Arbeit beginnen, ne? Sie fahren aber, du Klingelfee. Nein? Also gut, wenn die Kollegen Handwerker nun zu Silvester nicht zu ihren Frauen fahren können, bitte jetzt zum Wohle. Ja? Dann würde ich sagen, dann könnten doch die Frauen zu Silvester herkommen. Herr Jesus, nee. Das ist eine Idee. Der Frauen müssen her. Na, die Frauen müssen her? Das ist überhaupt die Lesung. Die Zimmer sind doch alle fertig. Alle. Na bitte. Mein Termin. Dein Termin. Herr Oberbichler, 1:0 für den Bauleiter. Terminus ist Jatikus. Dein Termin. Jetzt halte ich meinen Termin. Alois,
Dafür hast du bei meiner Fee auch mal einen Wunsch frei. Hast du gehört? Ja, bitteschön. Gott, aber wenn Sie trotzdem nur nicht bleiben wollen. Was heißt nicht bleiben? Na komm, werden Sie in Scharen, werden Sie kommende Frauen erwischt sehen. Wenn Sie erst mal erfahren, dass jeder Und du bist doch noch gar nicht. Was denn? In die Küche bei deiner Hertha. Wisst ihr, wer da ist? Der Peter Wieland. Der alte Wolf. Wird langsam grau. Genau. Na, was sagst du? Na ja, Moment mal. Was macht denn der in der Küche bei meiner Hertha? Was wird er machen? Frühstücken tut er. Frühstücken? Na, der hatte hier vor Ort eine Autopanne. Verstehst du, wenn der hier bleiben täte, nur das sag ich dir, da könntest du vielleicht eine Silvesterfeier starten. Peter Wieland zu Silvester auf einer Baustelle feiert. Du bist Hallo, alles Posthorn, alles Paletti. Der Wieland, seine Hütte steht vor der Tür. Ist ganz schön kalt draußen. Ah ja? Und? Ja. Zinnkabel war locker. Es war kein Zinnkabel locker. Ja klar war es locker, ich hab's ja selber repariert. Gar nicht hast du repariert. Zeit, ich schmeiß mal eine Runde. Oh ja. Damit denjenigen der Verstand völlig einfriert. Ja zu! Der Lader geht nicht zu reparieren. Es war nichts weiter kaputt. Sei da mal ruhig, dass er sicher was blinket. Also der Lader ist kaputt und bleibt kaputt, richtig? Richtig. Komm schon. Hör zu. Der Peter Wieland muss hier bleiben, sozusagen als euer Silvestergast. Oh, wir sind ja zu Silvester ja nicht hier, ne? Ihr solltet mal zuhören. Ich sage euch, sein Auto geht jetzt im Moment. Jetzt nicht zu reparieren. Kapiert? Ah, so ist das. Vier Buletten, Leute. Zweimal Sauerkraut. Ich platze. Halt dich! Ja! Du Verdauung! Ja, bitte! Warte, du kein Pulli hinterher! Ein doppelten Magen, bitte! Bist du verrückt? Was los? Gib mir was siehst, ist das Humor besser. Was macht er, mein Lader? Ach, Herr Wieland, ja, das ist also nu. Rede zum Verrückte werden, weil Ihr Laden geht im Moment, also im Augenblick, gegenwärtig, momentan nicht zu reparieren. Wieso? Was ist denn kaputt? Ja, was ist denn kaputt? Na, was ist denn kaputt, Herr? Ach so, ja, die Benzinpumpe, was noch? Die Wasserpumpe. Ja. Die Luftpumpe. Ja. Alles kaputt. Ist denn alles kaputt? Alle Pumpen im Eimer. Ja, das wird mir aber wirklich schlecht. Ja. Was soll denn nur werden? Na hier, ein doppelter Magen, bitte. Mir wird immer schlechter. Was? Na, was machen wir denn da, Herr Oberkellner? Ja, normal, also verständlich. Da würde ich sagen, dazu stellen wir ein Zimmer zur Verfügung, wenn es länger dauern sollte mit der Reparatur, nicht? Na gut. Nein. Schmeckt wie Kakaolikör, Ihr Magen, bitte. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Manchmal was daneben und du kannst nicht den Schaden beheben, dann lass die Grübelei, alles neu macht der Mai. Da da di du dai, da da di du dai, vor und zurück und jetzt wieder ran. Da da di du dai, da da di du dai, wer ist der Nächste? Du bist jetzt dran. Willst du was Tolles erleben und es will sich partout nicht ergeben? Nicht mal so ein Zwischenfall, komm zu uns ins Bergkristall. Da 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 du rein, da da di du rein, vor und zurück und jetzt wieder ran. Da da di du rein, da da di du rein, wer ist der Nächste? Will er sein müdes Haupt betten, ihm ist Öbel von Kraut und Buletten und ist ihm gar nicht nett. Marsch hinauf in dein Bett. Oh, ja. Ja, da, da.
Na, schlechtes Gewissen hat er. Gib doch damit zu, dass er den Termin vermasselt hat. Was hat dieser Mensch ihm bloß getan? Kann nie leiden. Ich aber. Hab ich schon bemerkt. Sie wollen auch Silvester nach Hause? Nö, ich wollte hier bleiben. Sie bleiben ja auch hier. Wovon ist hier bitte die Rede? Davon, dass ich jetzt zum Bauleiter Paul May gehe. Ach ja, erinnern Sie ihn bitte an den Termin. Machen Sie sich bloß nicht in die Hosen. Wie ich Paul May kenne, bekommen Sie Ihren Termin. Bis später. Sieht ja lecker aus, Ihre Bar. Was ist denn da los? Wo sind die Handwerker? Da habe ich Speck in der Tasche. Sie glauben nur jedenfalls, dass Sie... Ach, das ist mir ja viel zu doof. Also, wenn Sie auf irgendwelche Dinge stoßen, dann... Wo und wann ich stoße, das müssen Sie schon mir überlassen. Einwandfrei. Handchen! Ja, galt der Ruf vielleicht mir? Wer hat den Schlüssel zum Barschrank? Oh, du glaubst doch wohl nicht etwa, dass ich hier ihn gezwitschert hätte. Unglaublich, den Schlüssel auch noch stecken zu lassen. Was? Du verdächst deine eigene Frau? Guten Tag. Herr Bürgermeister. Herr Bürgermeister. Ich hoffe, ich störe dich. Kommen Sie doch. Bitte kommen Sie doch näher. Halte mal. Das auch noch. Bitte nehmen Sie doch schon Platz. Danke. Das hältst du auch noch. Dieses Gefummle. Bin ich denn hier der Puppe? Einen Kaffee? Ja. Vielleicht auch einen Cognac. Wir machen gerade Inventur. Nur einen Kaffee, wenn ich bitten darf. Geht in Ordnung. Frau Stieschlitz. Ja, Eschelchen Häsen. Komplett an der Bar, bitte. Danke. Sagen Sie mal, ist das Ihr neuer Lader draußen vor der Tür? Lader? Hier gibt es keinen Lader. Ach ja? Naja, Sie sind ja fast fertig mit der Rekonstruktion. Wunderbar. Dann bleibt ja unser Termin am... was hatten Sie mir versprochen? Der bestellte Kaffee. Ach, guten Tag, Herr Bürgermeister. Guten Tag. Bitte sehr. Ist gut, Lisa. Dankeschön. Was ist denn, Lisa? Wollen Sie noch was? Ja, Besuch. Herrgott, das sehen wir doch selber. Bitte gehen Sie. Stückchen Zucker? Nee. Dann sind Sie wohl schon auf Gäste vorbereitet. Hm. Überhaupt nicht. Wie kommen Sie denn darauf? Wie kommen Sie denn darauf? Ich erwarte einen prominenten Künstler. Es hätte ja sein können, dass er bei Ihnen Zwischenstation gemacht hat, oder? Nein, davon habe ich nichts gehört. Nee. Auch davon nichts, dass an der Miesbach-Kreuzung ein weißer Lader mit einer Panne gesehen wurde? Nichts gehört? Nee. Dreht's doch mal um. Entschuldigung, ein Kaffee. Was ist mit dem Kaffee? Ich sollte ihn bringen. Wir hatten doch schon welchen. Frau Stieglitz soll sich gefälligst konzentrieren. Bringen Sie ihn zurück. Aber der... Zurück! Hab ich gesagt. Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister, die Kleine ist neu. Naja, jedenfalls, sollte hier jemand auftauchen, würde ich Sie bitten, mich zu benachrichtigen. Na, allemal dierlich. Ich helfe Ihnen in Ihre Garderobe, Herr Bürgermeister. Ja. Frau Stieglitz? Ja. Was ist das? Na, Kaffee, Herr Oberpichler. Ich sagte bereits... Dass ich mich konzentrieren soll. Tyrann! Tyrann! Also, wie gesagt, ich werde Sie sofort tyrannisieren. Ich meine, benachrichtigen. Vielen Dank. Auch für den Kaffee. Keine Ursache. Ach, ich hatte ganz vergessen. Der Künstler ist Peter Wieland. Schönen Tag nochmal. Peter Wieland? Komischer Gauz, dieser Bürgermeister. Jedenfalls noch lange kein Grund, sich so kokett neben ihn zu setzen. Fängst du schon wieder an mit deinen Eifersüchteleien? Du, dann mach dir doch deinen Barkrempel alleine.
Dieser Mann, der macht mich noch völlig mehr Schlucke. Wie konnte man nur auf sowas reinfallen? Das ist für mich unbegreiflich. Lisa, Elfriede, Geschirr abräumen. Aber ein bisschen Dalli. Soll einer noch mal versuchen, den Barschrank aufzuschließen? Herr Oberpicher? Abwischen, Geschirr und Gläser in die Küche, aber ein bisschen Dolly. Wissen Sie, wer hier getrunken hat? Peter Wieland. Reden Sie kein Blödsinn. Aber Lisa sagt die... Halten Sie den Mund! Für wen... War vorhin eigentlich der Kaffee? Na, Peter Wieland! Hinaus! Sofort hinaus, alle drei! Dummes Ende! Peter Wieland! Ein Lader! Ein weißer Lader! Heinchen! Mein Gott, wollen Sie Tote aufwecken? Vor der Tür steht ein weißer Lader. Wem gehört der? Peter Wieland! Heinchen! Vor der Tür steht ein weißer Lader. Wem gehört der? Na, Peter Wieland. Oh. Jetzt hebt er gleich ab. Hui. Ohne mein Wissen gibt es hier keinen Peter Wieland. Sehr. Noch gestern war der Peter krank. Heute schmeckt's schon wieder. Gott sei Dank. Nussschinken? Honig oder Konfitüre? Wie ist beliebt? Sahne? Mhm. Soll ich ihr Ei abpulen? Pulen Sie. So ein Frühstück hatte meine Frau früher auch drauf. Tja, wie vergänglich ist doch alles. Heute macht sie Hokuskope. Na, da ist er, Hokuskope. In ihrem letzten Brief, da schreibt sie was zu meinem Schicksal. Hier, Mars, Jupiter und Uranus. Uranus, Opa. Uran heißt das Metall und nicht Urin. Das sind Planeten. Na, da ist er. Und diese Magneten, die üben auf meine Gefühle einen magnetischen Einfluss aus. Also, ich fürchte, diese Magneten haben auf unser Schicksal keinen Einfluss. Richtig. Das fürchte ich auch. Der Bürgermeister war vorhin am Telefon sehr sauer. Na, ist doch klar. Er sucht mich und ich liege hier im Bett. Na und? Was interessiert den schon unser Termin? So, Kinder, schnell den Tisch abräumen, aber ordentlich. Na, noch nicht. Ich glaube, da kommt der Auto. Moin, Herr Wieland, na, wieder eine Spur? Wo wollt ihr denn hin? Schrankbretter einsetzen. Übrigens, Herr Wieland, weil Sie mit uns Silvester feiern, ja, bleiben alle gerne da. Ja. Wie schön. Ja. Dann lassen wir mal richtig das Sau raus, wa? Ich habe zu Hause angerufen. Meine Hilde, wa? Also, die kannst du ja nicht glauben, dass sie Ihnen mal so direkt am Mang zu Gesicht bekommt, ja? Du, der hat eine Hilde. Ja. Was mit dir los? Die haben so meine Schippe aus dem Schrank geklaut, wa? Ja. Mit dem Pudding kannst du dann in Zukunft die Platte polieren. Ah, komm, Hamlet, der Holzwurm tickt. Warte doch! Na los, komm. Die Zimmer 4, 5 und 6 sind fertig. Dann macht die Seitenflügel. Reicht der Stoff? Ja. Klar, waren hier nur drei Fenster. Ach, Herr Wieland? Ja? Darf ich Sie mal was fragen? Aber nur Mut, meine Damen. Tanzen Sie morgen Abend auch mal mit uns? Aber natürlich. Was glauben Sie, warum ich hergekommen bin? Ja, aber versprochen ist versprochen. Großes Ehrenwort. Ja, wunderbar. Das könnte verrückt werden. Nur weil einer da... Bei Helmut ist Zurücke. Scheint alles erledigt, mein Bürgermeister.
ich hab doch gleich gesagt, es wird eine Lösung geben, hä? Es wird keine Lösung geben. Nur haben wir Mondfinsternis. Einwandfrei. So ein Heifert vom Bürgermeister. Mein Helmut, machen wir keine Menge Gänge, ne? Wenn nur der Alois da wäre. Ich bin auch da. Was ist passiert, Frau Zeichmann? Der Bürgermeister gibt den Wieland nicht frei. Was, nicht frei? Der alte Blumenochse? So redet zum Verrückte werden. Es geht doch um Paul und seine Termine, gell? Es ist noch viel schlimmer. Die Männer haben alle ihre Familien herbestellt. Na, dann werde ich mal das traurige Amt übernehmen. Jeder muss es Ihnen ja schon beibringen, was? Das Telegramm von Ihrer Frau. Ist wichtig. Was? Einwandfrei. Ja. Und was soll nur aus mir werden? Halte ich zu euch? Gehe ich zum Bürgermeister? Ich weiß es nicht. Macht mich auch alles ganz krank. Das fehlte noch, dass Sie jetzt so noch krank wären. Moment mal. Haben Sie eben krank gesagt? Na ja. Wo ist denn der Zeisig? Zeisig! Da fühlt Sie sich im Moment gar nicht so richtig wohl, was? Mir ist Gott jämmerlich zumute. Das ist doch schon mal sehr schön. Meine, für einen Künstler heißt das ja also hinweg eine Katastrophe. Nicht wahr? Ja, das ist, wenn man fühlt, dass man was fühlt, dass man sich nicht fühlt, dann fällt da kleine Vorführung aus. Ja, stimmt's? Ja, sicher, sicher. Sehen wir, wie schnell das geht, Fräulein Marlene. Können Sie mal sehen? Ne, so ein Künstler ist nämlich sehr sensibelig. Nicht wahr, Herr Wieland? Wir sind ja beide sehr sensibelig. Sehr sensibel. Sie sieht auch schon richtig kränklich aus, stimmt's? Sonst fällt Ihnen nichts Besseres ein? Nee, möchte so aussehen, als hätte er sich schon irgendwo identifiziert. Dass er irgendwas in seinem Körper drin hat, was da hinweg nicht drin gehört, stimmt's? Ja, der Alois hat recht. Sie sehen krank aus. Sie sehen aus nach, Schöne Wörter für plötzliche Krankheit. Ich hätte wirklich gerne mit Ihnen mitgefeiert. Nee, das geht nicht. Wenn man krank ist, kann man nicht feiern. Höchstens krank feiern. Ich bin nicht krank, verdammt. Wenn ich sage, Sie sind krank, dann sind Sie krank. Marsch ins Bett. Ich kann mich nicht ins Bett legen und krank sein, wenn ich mit dem Bürgermeister verabredet bin. Und wenn ich Sie pflege? Ja. Wenn Sie Fräulein Marlene ein bisschen pflegt und so. Ja, das wäre natürlich zu überlegen. Also geht's. Frau Marlene, ab mit ihm, Marsch ins Bett, bevor uns hier noch alle ansteckt. Wir brauchen natürlich einen Arzt. Was ist jetzt Ihr Arzt? Na ja, der Bürgermeister hat einen Attest verlangt. Und ob er das verlangt? Ja, jetzt ist mir richtig schlecht. Also, ich bin richtig krank. Schwester, bringen Sie mich in Ihr Bett, in mein Bett. Legen Sie Ihren Arm um meine Schulter. Gerne. Ja, dann, was glauben Sie denn, wo ich meine Schulter habe? Ich kenne mich bei Ihnen noch nicht so aus. Soll ich denn jetzt Ihnen Dr. hier kriegen, wenn das Kind, der das ganze Theater mitmacht? Zeisig! Der kennt sich aus, der Simulant. Ja, da wieder alles verrammelt und verriegelt. Was soll mir denn da einfallen? Vielleicht fällt der guten Fee wieder was ein. Och, Herr Jesus, na, nur wird's ja phänomenal. Ich sehe schon. Komm her, zu. Ja? Sag mal, was hab ich gehört, ja? Das ist schwierig. Der Peter Wieland ist auch krank. Ist der ganz alleine drauf gekommen? Sag mal, welcher Arzt soll denn so einen Schwindel mitspielen? Ja, das weiß ich eben nicht, deshalb frage ich dich ja. Bin ja selber schon ganz krank. Ja, die Krankheiten kennen wir ja wohl, ne? Ja. Zum Beispiel so, nicht? Ja, diese Krankheit. Was soll ich damit? Ja, Moment! Die gute Fee. Und schön ist da, die gute Fee. Die erste Fee. Ein ganz ausgekochter vorlagender Kollege. Zweite Fee. Das ist also deine Schlüsseltechnologie. Da müsste man eben einen Arzt erfinden. Ja, da müsste man als... Oh, das ist ja ein echter Stich beim Bullibock vor Zelolo. Moment. Bitte schön. Dankeschön. Nicht da. Schieben. Was hast du gesagt? Einen Doktor erfinden? Ja.
Ja, wen stellst du da vor? Na, stell mir da vor, zum Beispiel den Bauleiter Paul May, ihren besten Freund, ja, oder ihren Sohn, den angehenden Schauspieler. Ach, zeitig, du bist kein Stieglitz, du bist ein Dumpfaff. Gegen die Bäden mit ihren medizinischen Kenntnissen bin ich der erhitzte Sauerbruch. Mensch, was? Sauerbruch? Ja. Sauerbruch? Ja. Ja. Wo liegt denn der Musculus rectus abdominis? Da müssen Sie ein bisschen aufpassen, wenn Sie nicht wissen, wo Sie hin verkramt haben. Bitte. Bitte? Mein Puls fühlen. Bitte. Wo suchen Sie denn den Puls? Suche ich den Puls? Wo sucht den Puls? Ja, nicht von der Wanderniere gehört? Gar keiner da. Zeig sich, du bist schon tot. Nee, warte. Meine Uhr stehen geblieben. Nun lassen Sie doch bitte diese Mythen, Karlauer. Diese Mythen, Karlauer, habe ich bei Hans Moser gehört. Ach Quatsch, Hans Moser. Hans Moser. Nehmen Sie doch mal an. Ja? Ich sei der Arzt. Oh! Das möchte ich ja schon gar nicht erst annehmen. Doch, natürlich, ganz einfach. Ich bin jetzt der Arzt und das hier ist die Praxis. Hm? Das ist die Praxis? Ja. No. Bitte der Nächste, nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. So. Rezeptblock, alles da. Nun, mein Lieber. Ja. Ja? Was fehlt uns denn? Ja, Doktor, als erstes hätte ich mal anzubieten, doppelseitige Masern. Was heißt das? Was wollen Sie dagegen einnehmen? Doppelseitig? Na, vielleicht einen hübschen Doppelten. Doppelten, immer Doppelten im Kopf. Naja, ich habe so einen Magenklimmen. Der kneift und kneift und kneift, der hört ja gar nicht auf zu kneifen. Dass Sie vielleicht ein kleines Mittelchen in Ihrer Kneipe, in Ihrer Apotheke haben Sie hier. Also erst stelle ich jetzt mal die Diagnose. Ja, stellen Sie sie nicht so weit weg. Arme ausstrecken. Ja. Beide Arme ausstrecken. Ja, man möchte sie irgendwo festhalten. Nun sehen Sie sich das an. Was? Nun sehen Sie sich das an. Was Ihre denn? Finger. Meine Finger? Ne? Ihre Finger zittern. Ach. Ja, das war, trinken Sie denn so viel Alkohol? Ach, so viel, so viel. Das meiste verschiebt ich ja immer. Also gut. Apropos bin ich gesund, Herr Doktor. Das ist nicht, gar nicht. Apropos verschütten. Ja. Tropfen. Ja. Wie sind denn meine letzten Tropfen bekommen? Ach, die letzten Tropfen? Die letzten Tropfen. Ja, das Bromhexin Bronchosekretolytikum. Ja, aber das Bromhexin-Bronchosekretolytikum, da habe ich mich ja streng an der Anweisung gehalten. Ja, was denn für Anweisung? Na, die Anweisung, die ja aus der Flasche stand. Auf der Flasche? Ja, war ganz deutlich zu lesen, stand Luft. Immer schön fest verschlossen halten. Wenn Sie weiter so mit dem Alkohol umgehen. Ja, ich will ja den Alkohol gar nicht umgehen. Wenn Sie weiter so mit dem Alkohol umgehen, ja? Ja? Dann werden Sie bald merken, dass es ein langsam schleichendes Gift. Ach, ich hab Zeit. Sind Sie denn immer durstig? Durstig? Ja. Nee, dazu lasse ich es meistens erst gar nicht kommen. Wenn es weiter so geht, dann werden Sie sehen, dann haben Sie nur das halbe Leben. Doch, Doktor, dafür sehe ich andererseits alles doppelt. Mach Ihnen einen medizinischen Vorschlag. Vorschlag? Ja. Gut. Nehmen Sie doch mal was anderes. Ja, ich trinke auch was anderes. Nicht doch. Was anderes? Ich meine, ein Ersatz. Ersatz? Ersatz. Was denn für ein Ersatz? Na ja, so kann. Sehen Sie mal, für jeden Cognac, für jedes Glas Cognac, eine Banane. Oh, Jesus! Wo kriege ich denn jeden nach 20? Wie lange gilt das Visum? Sehen Sie zu, wie Sie aus Ihrem Bauleiter einen Arzt machen! Doch nicht mit mir! Lass mich doch hier nicht von Ihnen auf den Arm nehmen! Ist es? Ich gehe ins Bett! Machen Sie, was Sie wollen! Vergiss nicht zu humpeln, sein. Arme Fee in ihre Feengrotten. Und jeder wieder alles verrammelt. Der alte Schluckspecht, na warte. Ich hab mal's gemerkt. Erste Kaffeemixer. Kaffeemixer auf, Schlüssel raus, Kaffeemixer zu. Gut. Jetzt die Geldkassette. Schlüssel.
bisschen rin, Moment, richtig rum, so. Geld kannst du da auf, Schlüssel raus, Geld kannst du so gut. Welchen Schlüssel denn in der Diele, Schlüssel auf, hier und Flaschen aus. So, jetzt haben wir erstmal zu gucken. Wie oft kommt es im Leben vor, dass dich dein Herz zerdrückt? Verlierst vielleicht noch den Humor, weil's gar zu arg dich zwickt. In diesem ganz speziellen Fall, dein Kummer wird gestillt. Hast du im Fläschelberg Kristall prozentual gefüllt? Greif dir ein Gläsel und zähle hierin. Ein, zwei, drei Schlucke, es könnt mehr auch noch Sinn. Und ab geht der Postapostolorum mit dem Stichpenbolibus Porzellorum. Es trinkt der Mensch, solange er lebt, in Vino Veritas. Nur weil der Mensch nach Wahrheit strebt, trinkt er mal dies, mal das. Und wird jedenfalls zum Sinnfall und hilft kein Bier, kein Wein. Dann nimm halt der Flöschelbergkristall und füll dir davon ein. Greif dir ein Gläsel und zähle darin. Postapostolorum mit dem Stichpenbolibus Porzellorum. Und ab geht der Postapostolorum mit dem Stichpenbolibus Porzellorum. Was denn? Du wolltest mal Tänzerin werden? Ja, guck mal, was ich kann. Nein, nein. Ich muss mit dem Bürgermeister reden. Ich muss ihn von der Notwendigkeit meines Hierbleibens überzeugen. Aber wozu dann die Krankmeldung? Na, das ist doch das entscheidende Moment. Setzen Sie sich doch mal hin. Sie alle hier versuchen doch, mich dem Bürgermeister auszuspannen. Na, das weiß ich doch alles. Aber was wollen Und? Sie dem Bürgermeister erzählen? Na, genau das. Was? Na, vielleicht spielt er doch klugerweise diese Komödie mit. Ach. Glauben Sie doch selber nicht. Na, ob ich das glaube. Sonst können wir der Oberpichler überhaupt nichts nachweisen. Und der muss wiederum bis zum bitteren Ende daran glauben, dass der Bürgermeister aufs Kreuz gelegt wird. Und alles ist gerettet. Verstanden? Nein. Ich auch nicht. Hauptsache, alles ist gerettet. Ja. Also, ab in die Zelle. Ich rufe in der Bürgermeisterei an. Ja. Ach so. Und dann werde ich Oberpichlers vorbereiten. Worauf? Na, darauf, dass Sie einen Schwerkranken im Haus haben. Hervorragend. Aber erst Schmiere stehen. Da wird uns keiner belauscht. Ja, ja, ab in die Zelle. Sekretariat, Bürgermeister. Guten Tag, Kollege Krampe, Bauleitung Teichmann. So ist es. Wie bitte? Herr Wieland. Herr Wieland ist krank. Ja, aber er möchte sehr gerne selber mit Ihnen sprechen. Ich verbinde. Ach, Entschuldigung, ich muss mal dringend mit zu Hause telefonieren. Da können Sie jetzt nicht rein. Ja, Kaffee und Telegramm hat der Alois gebracht. Was Schlimmes? Nö, meine Frau kommt nun doch nicht zu Silvester. Ach, wie schön. Was denn? Sie freuen sich darüber? Na, gestern waren Sie aber ganz anderer Ansicht. Na, jetzt können wir beide doch Silvester zusammen feiern. Zusammen? Wir beide? Aha. Na, Sie haben doch gestern selber gesagt, das wäre doch was, wir beten Silvester zusammen und so. Stimmt's? Jo, ja. Na, und jetzt, wo Ihre Frau nicht kommt, da hätte ich Sie doch für mich ganz allein. Ja, da muss ich aber erst mal zu Hause Bescheid sagen. Erwin! Haben Sie Erwin gesagt? Heißen Sie nicht so? War mir im Moment entfallen. Ich freue mich wirklich sehr auf unsere gemeinsame Silvesterfeier. Ja. Werden wir tolle Sachen machen. Na, werden wir machen. Und was zum Beispiel, Erwin? Na, Fernseher anmachen. Und Radio anmachen. Radio anmachen, Plattenspieler anmachen. Und das Licht ausmachen. Licht ausmachen. Was denn? Im Dustern? Opa! Bekommen die Nachtschränke auch Zwischenbretter? Mensch, mach dir Klingeln an die Beine, ihn so zu erschrecken.
wenn's du sagst. Erwin, über mein Kleid haben wir noch gar nicht gesprochen mit so einem Dekolleté. Ja, und als Brosche der Nabel, was? Los, kommt der dusselige Junge. Keine Ahnung hat der. Wollten Sie nicht mit Ihrer Frau telefonieren? Ist was mit Oma? Ja, sie kommt nun doch nicht zu Silvester. Oh, da stehen aber die Sterne ungünstig. Was, Opa? Na, sie muss ja nicht nachts fahren. So, Glückwunsch. Männer, schön. Sie sind ja ein Biest. Das übersteht ja doch nicht. Was hat der Bürgermeister gesagt? Erfreuliches. Und Sie, haben Sie Oberpichlers informiert? Na, wie konnte ich denn? Ich musste doch meinen Erwin von der Tür weghalten. Ja, ja. Red doch kein Blödsinn. Du gehst noch mal zum Bürgermeister und sagst ganz ernst. Herr Bürgermeister, hören Sie drauf. Wenn Sie in Peter Wieland nicht rausricken, gibt's auch keinen 6. Januar. Wir sehen, wie der hupt. Der hupt nicht. Der springt nicht. Das wirst du sehen. Was war das? Wer lacht da? Gehst du jetzt oder muss ich erst wieder andere Seiten aufziehen? Nein. Bitte nicht. Was ist denn nun heute ohne Güsschen? Oh Gott, ist mir schlecht. Vom Güsschen? Der muss nur auf Gandache geritten werden. Schon Platz. Herr Oberpichler? Ja, bitte, bin schon da. Was ist? Was machen Sie denn für ein Gesicht? Ich habe wohl keine Veranlassung, ein anderes Gesicht zu machen. Die Silvesterfeier wird steigen, ja. Garantiert. Alles wird gut, auch der von Ihnen verschuldete Termin. Oh, was erlauben Sie sich? Jedenfalls, wir feiern trotzdem Silvester und der Termin klappt auch. Der gibt den Wieland niemals her. Aber wissen Sie, dass Sie in Ihrem Haus einen Schwerkranken haben? Na, Schwerkranker. Außerdem, als Heimleiter weiß ich immer, was in meinem Hause passiert. Ja, aber ich komme gerade von dem Schwerkranken. Sie? Ja, ich habe ihn wieder ins Bett gepackt. Was haben Sie? Ich habe den Kranken ins Bett gepackt. Wieso? Ist was dabei? Du Duckmeiser bist ja immer noch da. Was hab ich denn gesagt, wo du hinmachen sollst? Und nun hängst du am Arm der anderen. Gibt's denn auf dem Bau nichts zu tun, Fräulein Teichmann? Hannchen, das siehst du völlig verkehrt. Ach. Fräulein Teichmann hat mir von unserem Kranken berichtet. Ach. Sie war bei ihm und hat ihn fürsorglich ins Bett gebracht. Was? Diesen Trickeberger, diesen Simulanten ins Bett gebracht? Mal sehen, was seine Frau dazu sagt. Vielleicht auch noch nackt ausgezogen. Hannelore! Jetzt ist Schluss! Mal sehen, wie Frau Stieglitz darauf reagiert. Aber das werden wir ja wohl gleich haben. Das ist ja hier also nicht sowas. Das habe ich noch nicht erlebt. Sie mal anstellen, warten Sie doch, bis ich alles erklärt habe. Der Schwerkranke ist nicht Oberkellner Stieglitz. Ach, das ist Peter Wieland. Ach so. Und ich da... Was? Wer? Peter Wieland. Der Wieland so plötzlich und unerwartet. Und auch noch schwer hier im Heimhof. Da muss man ja helfen. Also da müssen alle helfen. Und dem Bürgermeister, dem muss man auch helfen. Da gehe ich nämlich gar nicht erst mal hin. Hier ist die erste Hilfe. Oh, Herr Bürgermeister, womit kann ich helfen? Er will Herrn Wieland sprechen. Na, der ist doch krank. Der ist doch krank. Er liegt zu Bett. Der liegt zu Bett. Ein Arzt? Oh, das wird schwer sein. Ach, wird geholt von Alois, der kennt Hinz und Kunz. Selbstverständlich, Herr Dr. Hinz oder Herr Dr. Kunz. Was? Wen wollen Sie sprechen? Den Bauleiter, selbstverständlich. Der ist nicht da. Der ist selbstverständlich nicht da. Dann kommen Sie her. Selber. Selbstverständlich. Oh. Ja, selbstverständlich. Ich werde dafür sorgen. Auf was? Auf Wiedersehen. Was ist? Er hat mich angeschissen. Verzeihung, er hat mich angeschrien. Ich bestehe auf dem 6. Januar. Hannchen! Was plägst du denn nun schon wieder? Und Sie machen sich auf eine Katastrophe gefasst. Du bist ja immer noch da. Aber nicht mehr lange. Was hast du denn nun wieder vor? Ich übernehme eine Pachttoilette. Was will der? Kommen Sie, ich erzähle.
So lange halten sich doch keine Bazillen. Kommt mal her, nicht so laut. Setzt euch. Wir haben alles mit angehört. Los, hol die anderen nach Tempo. Versucht doch dieser Heimviechler unseren Bauleiter in die Pfanne zu hauen, was? Also gut, machen wir auf einen Schlachtplan. Wäre ich bloß in Pankow geblieben. Wenn wir den Termin retten wollen, darf jetzt nichts schief gehen. Sonst kommen doch alle eure Angehörigen umsonst hier angetrudelt. Ja, kommt, setzt euch. Es ist Moment, Moment, Moment. Hat denn der Bürgermeister auf Sie verzichtet? Hat er. Er verlangt aber ein Attest. Na, da wird der Oberpichler ganz schön in Schwulitäten kommen. Eure charmante Brigadeleiterin ist gerade bei Oberpichlers und erzählt, dass sie krank sind. Und der Bürgermeister eine ärztliche Bescheinigung verlangt. So. Und genau an der Stelle bekommt er dann die große Flatter. Aber eine glatte Unverschämtheit, dass der Kerl sich von fremden Weibern ins Bett bringt. Warte du, jetzt werde ich mich mal auf deine Bettkante setzen, alter Lustbolch, und dir die Federn zurückstrecken. Was ist denn mit dir los? Schnauze. Ach, hat dich die Köchin gedoppt? Die spinnt doch. Zieht die mir eine mit dem Kochlöffel über und bloß, weil ich wegen Stieglitz gesagt habe, Bumsballer. Gib ihm doch einen Schokoladenpudding. Das hilft der Pflaume. Kümmer du dich lieber um deine Hilde. Ruhe jetzt. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Beschaffung eines Doktors. Ja. Wir wissen also, der Bürgermeister kommt her. Und will einen Test für Herrn Wieland. Ja. Deshalb muss erstmal ein Doktor her, der bestätigt, Herr Wieland hat eine Katarima Glottitis. So ist es. Mhm. Ist das eine Schweinerei? Oh. Also du bist sowas von geknackt, das ist ein Stimmritzenkatar. Kühl du dir lieber deine Ritze am Kopf, wa? Es muss ja gar kein echter Arzt sein. Wir brauchen also nur jemanden, der glaubhaft einen Doktor spielt. Ja. Einen, der schauspielerische Fähigkeiten hat. Ja. Und ja. Das ist Robert Wachtel. Ich? Hast du Schiss, Sisyphus? Das ist wenigstens eine Charakterrolle. Ja, los, du Charakterkomiker. Maske mache ich dir. Wo ist mein Auftritt? Ja, natürlich durchs Portal, Künstler. Frieda wollte wissen, ich... Nicht. Wer diese Hilde ist. Hilde? Hilde ist meine Mama. Ich sag immer Hilde zu ihr. Deine Mama? Seine Mama? Ja. Na, wie schön. Da kannst du ja einfach mal nur mit ihm tanzen. Da würde ich doch zuerst mal fragen, ob er überhaupt tanzen kann, unser Moby Dick. Na, Kabatchen, können wir denn überhaupt unsere kleinen, dicken, entzückenden Beinchen heben? Ja. So oder so? Oh, ihr traut mir aber ja nicht zu, wa? Ich tanze so ja mit Bede Bene. Da, da! Komm, schmeiß sie ran, Friedan! Ha? Kannst du tanzen, mein Süßer? Gewiss kann ich das. Komm, wir tanzen, am liebsten tanzt du was? Am liebsten tanze ich mit dir, am allerliebsten das. Das geht da ja doch bitte nur zum Spaß. Das
Komm, Lena, Doktor. Hör auf zu lachen, mir ist gar nicht komisch zumute. Siehst du schon ganz vorzüglich aus wie ein richtiger Doktor. Komm her. Hier, Horni, Duft. Das ist der Bereitschaftskoffer. Da ist ein bisschen Obacht gibt's, der ist geborgt vom Landambulatorium. Wo ist denn das Ding mit den Schläuchen? Warte mal. Zieh Mantel aus! Den doch nicht. Hier, warte. Hier. Das ist der Diskussionshammer. Perkussionshammer. Weißt du schon wieder alles besser? Also hier. Warte. Ja, hier. Hier ist das Stethoskop hier. Am Hals rum. Siehst du schon ganz zünftig aus. Und verplappere dich nicht, Schiste. Was sagst du zuerst? Guten Tag. Menschenskind, du bist jetzt der Doktor. Du schreibst den Wieland krank. Der Wieland bleibt hier, der Handwerker bleibt hier. Am 6. Januar ist die Übergabe. Hast du verstanden? Gut, also los, wir probieren es nochmal. Was probieren? Wir probieren. Du bist jetzt der Doktor, ich bin der Oberpichler. Also, na gut. Ich komme. Guten Tag, Herr. Unterpichler. Bin ich hier im rekonstruierten Ferienheim Bergkristall, das der ausgezeichnete Bauleiter Paul May gebaut hat. Wirst du wohl Hochdeutsch reden als Arzt? Höher kann ich nicht. Mensch, hör auf mit dem Blödsinn. Haben's da tausendmal vorgemacht. Pass auf, so macht man das. Welche? Was hat denn der Patient für Beschwerden? Das weiß ich doch nicht. Ich muss ihn doch erst untersuchen. Ich muss ihn untersuchen. Ich hab doch gesagt, der hat die. Warte, ich hab's mal aufgeschrieben. Hier, der hatte Laryngitis. Laryngitis. Das kommt aus dem Griechischen. Das ist so viel wie Kehlkopfentzündung. Verstehst du? Na, was mache ich da mit dem Ding hier? Mensch, die hast du doch bloß um, damit du aussiehst wie ein Doktor. Nur los, fang an. Guten Tag. Sie sind Dr. Hinz, wenn ich recht informiert bin. Sie sind richtig chloroformiert. Ich bin Dr. Hinz, Leiter der Hinzologie. Gesundheit. Danke. Ich hätte längst fort sein können. Sie wollen sicherlich gleich zu unserem Patienten. Ja, den werde ich gleich krank schreiben. Und dann bleibt er hier. Und der Handwerker bleibt auch hier. Und der 6. Januar? Das wollte ich auch nicht sagen. Und worüber beschwert sich der Patient? Ja, da müssten Sie ihn doch wohl erst untersuchen. Was habe ich dir gesagt? Ich muss ihn erst untersuchen, damit ich feststelle, dass er eine Akropolis hat. Das ist eine griechische Kehlkopfentzündung. Na, dann wollen wir mal. Herr Doktor, Ihr Stethoskop. Das habe ich doch nur rum, damit ich aussehe wie ein Arzt. Doktor ist da. Und Sie wollen so liebenswert sein und den Peter Wieland krank schreiben, ne? Es soll natürlich Ihr Schaden nicht sein. Bitte keine Bestechung. Ja, bitte keine Bestechung. An was hast du denn gedacht, Herr? Du siehst umwerfend aus. Ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Was hat denn das zu bedeuten? Das ist nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Richtig, und die Umwerfung, du hast ja gesagt, wir brauchen den Doktor. Einer ihrer blödsinnigen Einfälle ohne Sinn und Verstand. Hörst du auf zu randalieren? Da sagt er, was los ist. Jeden Moment kann der Bürgermeister hier sein und will den Bauleiter Paul May sprechen. Und wo ist der Bauleiter? Es gibt da keinen, weil der als Arzt herumläuft. Um Gottes Willen, ein Bauleiter. Ich komme doch hoffentlich nicht wieder ungelegt. Um Gottes Willen, lassen Sie den Bart dran. Herr Bürgermeister! Ich flehe Sie an, spielen Sie weiter. Ich muss das Attest bekommen. Na, Oberpichler, alles in Ordnung? Alles in Ordnung, ja.
Herr Doktor, schreibt sofort das Testament. Das Attestament, ja. Der Herr Doktor. Ja, darf ich bekannt machen? Herr Dr. Hinz, Herr Bürgermeister Krampe. Ja, Moment, ich habe dort draußen eben noch einen Arzt getroffen, der zu Ihnen wollte. Kommen Sie doch mal näher, Herr Doktor. Darf ich bekannt machen? Dr. Hinz, Dr. Kunz. Komm doch mal du nach Hause, du lackierst dir vielleicht Schnicke. Na, nun bekomme ich das Attest ja wohl in doppelter Ausführung. Ora et labora. Aber jetzt hätte ich gern erst mal den Bauleiter Paul May gesprochen. Herr Bürgermeister, darf ich Ihnen unseren neuen schwedischen Gastbauleiter vorstellen? Guten Tag. Skullen i vilja presentera mig fröken Marlin. Gestatten, Bauleiter Nils Wilandersen. Prost, Herr Wilandersen. Oh, alter Schwede. Witzkohl, Witzkohl, alla vackra flickaskohl. Hey, hey. Ja. Du musst mir helfen. Und wie ich aussehe? Dazu sagst du noch gar nichts. Gut, gut, gut. Der Bürgermeister lächelt. Der Bauleiter zuckt mit den Schultern. Und immer, wenn ich vom Sechsten anfange, ich weiß ja, dass ich Schuld habe. Aber man muss es doch nicht an die große Glocke hängen. Hanschen, hilf mir bitte. Du meinst, ich soll ihn aushorchen? Ja. Ich bin doch nicht der Magda Hari. Lass doch mal deine Freundin aus dem Spiel. Ach, und du meinst, der Bürgermeister wird auf mich reinfallen? Aber natürlich, ich bin ja auch auf dich reingefallen. Danke. Entschuldige, das wollte ich nicht sagen. Zeig ihm die Rekonstruktion. Zeig ihm alles, was du willst. Nur Hanschen hilft. Sagen Sie mal, ist denn der Alte auch mit in der Schlange gewesen? Na vorne weg, als Giftzahn. Hier hast du ein Bier. Danke. Ich habe das Gefühl, der Bürgermeister, der weiß was. Ja, der steckt überall seine Nase rein, flüstert mal hier, flüstert mal da. Ja, mir schwant auch sowas. Der lässt heute bestimmt noch in der Rakete steigen. Ja. Bitte sehr, bitte gleich. Schmeiß mal ein Whisky rüber, Alter. Bist du besoffen oder was? Entschuldige bitte, Papa. Antiautoritäre Erziehung. Schauspieler. Große Zukunft, mein Junge. Was sagt der von Auto? Er meint antiautoritäre Erziehung, Papa. Der hat's nötig. Der versteht er sowieso nichts von Autos. Sag mal, was ist denn los? Bist den ganzen Abend schon so nervös? Oh, nervös? Ich bin doch gar nicht nervös. Ich bin nervös, weil ich nicht weiß, was hier gespielt wird.
Bürgermeister ist gar nicht mehr besitzt wegen der Arztkomödie. Der Wieland tut so dämlich, als wäre er nie krank gewesen. War er ja auch nicht, Papa. Du halt ihn dann aus, ja. Dein Dr. Kunze, der war belämmert genug. Bei mir wärst du glatt durchgefallen. Jetzt wie so eine Doktorin habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen, will man sagen. So, hier hast du dein Whisky. Auf einmal? Alles zu seiner Zeit. Dass der bestellt, wie Graf Koks und trinken hoch. Papa, hab doch noch nie Whisky getrunken. Lass ihn stehen, wenn du zu dämlich bist. Ich hab dir ja gesagt, alles zu seiner Zeit. In der Nähe von Bürgermeister, da kannst du mal ein bisschen horchen. 6. Januar, war Papa? Willst du was, Benny? Nee, Papa. Ich nicht. Nur der Bürgermeister wollte mich sprechen. Ja, warum? Alles zu seiner Zeit, Papa. Kein Respekt, du Lerche! Aber das ist eine typische Anton-Audi-Erziehung, ich würde mal sagen. Wir haben die Polonaise. Wollen wir uns ein Gläschen erfrischen? Nee, erst gucken wir mal uns das Heim an. Na, mit dem größten Vergnügen. Wir beginnen bei den Vögelzimmern, hä? Was ist denn das? Na, wir haben einigen Zimmern Namen der heimischen Vögelwelt gegeben. Zum Beispiel Storchennest, Wendehals, ja, Meisenschlupf. Und Schnepfe. Na, die würden was zwitschern. Apropos zwitschern, wo ist eigentlich mein Stichbimboli von Porzellolo hier? Ah, der Oberkirchner. Na, Helmut, hast du was auf dem Herzen? Singst du auch hin? Anis, haben Sie vielleicht rein zufällig meine Frau und den Bürgermeister gesehen? Ja, rein zufällig kenne ich die beiden sozusagen gesehen haben. Rein zufällig befinden Sie sich jetzt in der Fegelzimmer. Ja, die Zimmer mit den Stahlkisten, du weißt schon. Hui! Ha! Ah, jetzt hat's da gepackt, die Kleben. Na gut, machen wir's den Schwalben nach, hauen wir uns ins Nest. Du, was ist? Paul, machst du mit? Hab keine Lust mehr. Was, du hast keine Lust mehr? Mach nicht mehr mit. Nur Horche. Was hast denn du vorhin die ganze Zeit mit dem Bürgermeister gepischpert, hä? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht, gar nicht. Bist du vielleicht, dass du gar nicht bist, oder was? Ja, was soll ich denn wissen? Der Bürgermeister besteht nach wie vor auf den 6. Januar. Aha. Was scheint er gar nicht mehr auszumachen? Nee, mir nicht, aber Marlene, die kommt mit der Mannschaft nicht aus. Ach, der Mannschaft, Marlene kommt nicht aus mit der Mannschaft? Ich glaube... Ohne Marlene geht bei dir gar nichts mehr, was? Vielleicht hast du sogar recht. Ja, so hoch. So, Herr Wachtel, aber jetzt können wir. Nee. Erst gehen wir mal noch ums Haus rum. Wir haben nämlich auch einen neuen Waschstützpunkt mit einer Trockenkammer und einer Heißmangel. Na gut, das ist ein Mangel, was heiß. Jetzt nimmst du eine Mangel. Und wisst ihr warum? Natürlich. Aber sie bekommt garantiert nichts raus. Du weißt etwa doch, was hier gespielt wird? Und dein allerbesten Freund, den lässt den unklaren? Na, da brauch ich das mal klaren. Ah, mein kleiner Helmut, ich kann da jetzt ja rede zufällig wieder sagen, gucke mal ins Waschhaus, da hängt der Bürgermeister auf der Leine und trippt. Was ist denn mit dem? Der ist ja eifersüchtig, der Kleine. Weil er nämlich gar nicht weiß, genau wie ich, der arme Kerl. Das heißt, jetzt sehe ich schon ein bisschen klarer. Ins Vergnügen bis früh um 8. Bitte sehr, meine Damen. Ja. Was? Alois, Sekt. Hat er deine Frau Geld dagelassen?
wo waren wir stehen geblieben? Bei der Ganzkörpermassage. Du bist und bleibst, ey, Frickel. Ja. Ich hab gesagt, Sekt für alle, bis ich so mache. Ja, ja, ist ja gut, Melke. Eine Ganzkörpermassage. Ja. Ist von nicht zu unterschätzender Wirkung. Ja. Für dich selber, was? Ja, natürlich. Natürlich nein. Ich meine natürlich für den Patienten. Ach, massierst du lieber Männer oder Frauen? Ja, also, da möchte ich mal sprechen, weil er ist ja, wie gesagt, fast nur ein geringfügiger Unterschied. So? Männer oder Frauen, hat sie gefragt. Also, bei den weiblichen Körperformen muss man natürlich viel, viel feinfühliger massieren. Ja, ja, ja. Ist und bleibt der Ferkel. Halt doch mal aus! Also, da muss man natürlich viel spitzbeiniger, feinspüliger, feinfühliger, also vom Gefühl her. Ja, ja. Und das Ganze heißt, massieren mit den Fingerspitzen. Würdest du mich auch mit den Fingerspitzen massieren? Und mich? Ich habe immer so eine ganz verspannte Schultermuskulatur. Bei mir ist es eher die Brustmuskulatur. Und bei mir lässt die Bauchmuskulatur nach. Welche Muskulatur lässt denn bei dir nach, hä? Richtig daraus. Das muss man alles erst einmal feststellen. Jetzt kommt auf den Schlachtbock, das Ferkel. Jetzt maserfertig. Schauen Sie mal, Herr Alois, was mir die Frau Hertha da gezaubert hat. Schwimmplatte. Und Fisch muss schwimmen. Ja, bitte, ich darf Sie einladen zu einem schwedischen Imbiss, bitte sehr. Schauen Sie, was wir da haben. Makrele in Gewürzdunkel, Dorschleber in eigenem Öl, Ikebana-Thunfischstückchen und das hier, meine Herren, ist Salm aus der UdSSR. Es muss nicht immer Kaviar sein. Was wollen Sie mehr? Alles aus dem Meer, mehr sage ich nicht. Zum Wohl, Skål. Skål. Mahlzeit. Ja. Also, Mann. Aber Sie machen ein Gesicht, als sei Ihnen der Mörtel aus den Fugen gefallen. Ist doch alles in Ordnung, oder? Beides ist in Ordnung. Wieso denn? Die Leute reichen nicht aus, um 6. Januar zu garantieren. Und der Bürgermeister? Der Bürgermeister lächelt. Ja. Dann führt er was im Schilde. Ich muss ihn mir mal vornehmen. Dorschleber auch nicht schlecht. Na, meine Herren, schmeckt's? Sie brauchen nicht zu antworten, ich sehe es. Wann ist denn das Sekt? Was heißt das? Kannst du nicht mit 14? Jetzt brauchen wir aber einen heißen Punsch. Ich schlage vor Schwedenpunsch, dazu Schwedenplatte. Herr Bürgermeister, wenn Sie mal kosten wollen, wir haben besonders gute Kontakte zurzeit mit den Schweden. Ja. Aber wir gehen jetzt erst mal ins Büro. Wir haben nämlich auch noch einen neuen Heimcomputer. Und ich erkläre Ihnen die Technik, Herr Bürgermeister. Die Technik kenne ich. Ich weiß doch, was die von dem will. Da hören Sie sich aber gewaltmäßig. Der lässt du nicht gucken. Jetzt pass auf, kommt doch gleich unser kleiner Sponsch Schachs Otto hier. Unser Otello, pass auf gleich. Da ist er schon. Herr Wieland! Jetzt ist er live. Ja. Jetzt machen wir ihn fertig. Dienstkohl, Minskohl, aber wackere Flickerskohl. Hey, hey! Worauf trinken wir? Ich habe immer gedacht, dass dieser Heimbold, dass du ihm vielleicht nicht ganz gleichgültig zu sein könntest, wie ich dächte, dass du möchtest Ende.
Paul, jetzt ist aber mal Schluss. Rietje, komm doch. Du kommst. Ich muss. Du hast so niedliche Ärschchen. Zeig doch mal. Es ist besetzt. Wir suchen mal bloß ein stilles Örtchen. Nicht? Herbert! Was denn? Der Kollege Bauleiter versteht das, wa? Aber auch so nett alleine, nicht? Ja. Naja, denn nehmen wir eben hoch ins Clubzimmer, nicht? Und ich spiel mal, ich sehe, was du bist. Niedlich, die beiden. Paul, du auch. Warst du das eben? Wie ich das war. Das Mädchen, dem er freut und schreit. Bitte noch mal. Mein liebes Paulchen. Lass dich hören. Alles Gute, Kollege Mein. Komm zur Frau Oberbieler, wir gehen jetzt tanzen. Herrlich. Poliert. Ein Schwedisch? Oh, das will sicher ungefähr 30 Quadratmeter, da? Klingt ja richtig schwedisch. Ah, Herr, kommet mit Taget. Ja, kein, das hätte ein paar Länge. Ha, Herr Mai, war das Schwerie? Ja, Herr Mai, das ist Stockholm. Oh, kommen Sie, wir bummeln durch Stockholm. Mein Monopol, weil sie klappeln mit Pantoffeln. Oh, mein Herz schlägt sehnsuchtvoll. Klipper die Klapper, Kantapper, Kantapper. So klappert in Schweden die Liebe, man ruft hinterher. Fröken, Fröken, hey, hey. So klappert in Schweden die Liebe, es klappert die Klotz in der erleuchtete Stockholm. Und es klappern die Pantoffeln an hübschen Beinen, anmutvoll. Klimper die Klapper, Kantapper, Kantapper. So klappert die Schweden die Liebe, man ruft hinterher. Der Bürgermeister ein rasanter Tänzer. Und einen Griff hat der. Ach, der Griff interessiert mich nicht. So? Natürlich interessiert er mich, aber also was ist nun mit dem Sechsten? Er springt mal Würfeln. Jetzt. Würfeln können wir auch. Wirklich? Ja. Entschuldigung. Ja, bitte. Komm, Helmut. Wir suchen mal bloß ein stilles Örtchen, nicht? Herbert! Ja, dann gehen wir eben wieder hoch ins Clubzimmer, nicht? Ja. Dann spielen wir wieder. Ich sehe, was du nicht willst. Ihr Lieben. Ja, vielleicht kümmerst du dich mal um deine liebe Mama. Ja. Ich kann nur Walzer. Also das macht doch nichts. Ach, kommen Sie, Frau Runge. Wir gehen in den Knopfraum. Oh. Ja, da komme ich gerne mit. Du hast schaue Ideen. Da spielen wir. Ich kenne was, was du nicht kennst. Den kenne ich noch nicht mal. Mama wird schön aufpassen, was? Ach, ich muss in Panko hier blieben. Na, Ohrpichler, wie stehen denn die Aktien? Aktien? Ich sage nichts. Ich bin verschwiegen wie eine Plakatzeile. Sie sagt nichts. Sie ist verschwiegen. Und ich bin ihr Mann. Globste. Ah, meine zauberhafte Brigadeleiterin. Wieso ihre? Na, Paul, sei nicht kindisch. Kindisch? Ich bin kindisch.
Und dann will ich ja nicht länger stören. Na, wo willst du denn hin? In den Buddelkasten. Das Kind will spielen. Der ist wohl eifersüchtig auf mich, was? Jetzt, wo Ihre Frau nicht da ist, da könnten wir ja beide Silvester zusammen feiern. Ja, das... Ach, das ist also das berühmte Kleid, ja? Sie sind wohl noch nie eifersüchtig gewesen? Als Ecke? Eifersüchtig? Nee, noch nie. Da stehen die Sterne nicht mehr günstig. Ja, die lassen wir jetzt mal weg, ja? Ich wollte Ihnen sagen, dass ich das Gefühl habe. Ich habe so das Gefühl, dass zwischen Ihnen und mir, oder umgekehrt, na, sagen wir mal, so von dem Gefühl her, dass sich da... Ach, könnte ich mal einen Schluck trinken? So eine ähnliche Stotterei habe ich eben schon mal gehört. Oh. Aber reden Sie nur weiter. Ich finde Sie trotzdem reizend. Ja? Oh, du glaubst, ja. Doch mit mir nicht, Helmut! Was kann ich denn dafür? Das ist der Bürgermeister mehr für mich als für den 6. Januar interessiert. Scheiß Männer! Er ist wohl hoch eifersüchtig, was? Nicht ablenken, weiter. Weiter. Was weiter? Ach so, weiter, ja. Ja. Ich wollte Sie dann bitten wollte ich Sie, dass Sie sich auf mich weiter keine Hoffnungen machen. Weil ich ja, wie man so schön sagt, gebunden, verbunden mit meiner teuren Frau Gemahlin. Ach, könnte ich noch mal einen Schluck haben? Dankeschön. Sie sind ein ganz Lieber. Jawohl, ein ganz lieber Opa. Das weiß ich doch am allerbesten, nicht wahr, Großvater? Mensch, du sollst dir doch Klingeln an der Beine machen. Spioniert mir nach im Auftrag meiner teuren Frau Gemahlin. Aber Opa, was gibt's denn bei dir schon zu spionieren, wo deine Sterne doch so unschuldig flimmern? Jetzt fängt die Krabbe auch schon mit dem Horoskope-Blödsinn an. Ich stehe in der Sonne als Venus von Milo. Ich sitz hinterm Mond und bin ganz schön doof. Und ich bin ne Jungfrau mit knapp 40 Kilo. Das ist ja alles ganz schön Katastroph. Endlich mit der Schubserei auf! Sie soll mich nicht schubsen! Ich bin ein kranker Mann, ich bin leidend! Schubse dich so lange, bis du eine Wahrheit sagst! Die spielst du nicht auf als gute Fee und dann erpuffst du dich als Rumpelstilzchen! Ich weiß nichts! Was hast du mit dem Bürgermeister geflüstert? Ich habe nicht mit dem Bürgermeister geflüstert! Der Bürgermeister hat mit mir geflüstert! Na, was hat er geflüstert? Na, was hat er geflüstert? Hab ich doch nicht verstanden! Er hat zu leise geflüstert! Was hast du mit dem Bürgermeister gemacht? Sag's! Und ich schubs dich? Nein! Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ich hab nichts gemacht! Ja. Ich war ja dauernd besetzt! Oh! Das ist ja interessant. Und wen hast du angerufen? Ich denk, das ist möglich. Ich schubse sie auch gleich, wenn sie weiter so schubsen. Was? Ich glaube sie wohl nicht? Nee! So! Oh. Halt, Blumen! Vorsicht! So toll hab ich ja nie geschubst, ich hab wohl so gemacht, nicht so! Ich hab ja auch
hab's so gemacht und nicht so. Also, Muskelprotz. Was ist das? Ja, also, hier muss man's haben. Hier, nicht hier. So, muss ich mich ja stärken. Ja. So, Moment. So, bitte. Dann gehen wir mal auch hin. Na ja, nur langsam, nicht? Ich, ja. Nicht immer so gierig. Ah, ja. Ist ja ja. Hast du den Bürgermeisterei angerufen, was? Ja, natürlich. Stellvertreter, mit dem Stellvertreter habe ich gesprochen. Natürlich. Ja. So, Meisterei, hat den Ball. Und hast du gesagt, dass der Stellvertreter und seine Arztkollegen allesamt zum Helfen hier anklagen sollen? Ja, das habe ich wirklich gesagt. Ja. Machst du einen Versöhnungstrunk? Ja, ich mache einen Versöhnungstrunk. Ich würde aber was sagen, das mit der Nase, das war nämlich meine Idee. Nein. Idee, was das habe ich. Ist ja gut. Ich schub's dir ja nicht mehr. Mach mal schön Versöhnungstrunk. Aber ich mache auch Versöhnungstrunk. Mach nicht so stark, du weißt, du bist ein kranker Mann. Ich mache ihn gar nicht stark, überhaupt nicht. Aber es wird ein Versöhnungstrunk jetzt für uns beide. Dann hat die liebe Seele Ruhe. Ja. Und wir sind versöhnt für alle Zeiten. Ja. Alles schön. So, zu mixen. Mixen. Wo hat der Apparat? Nur die Mütze drauf machen. Gut. So. Schön, also schön durchschütteln. Schön durchschütteln. Also, genügt. So. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt der. Jetzt tauschen Clou, wir die Moment. Gläser. Wir tauschen die Gläser. Erst einmal gießen wir aus. Ja. Oh, warte. Lecker aus. Jetzt tauschen. Egal, natürlich tauschen. Bitte schön. Dankeschön. Jetzt? Na, jetzt haben wir jetzt trinkende Blutsbrüderschaft. Das mach ich, du Blutwurstbruder. Also, Stieglitz. Ja. Auf ewige Freundschaft. Auf ewige Freundschaft. Leb wohl. Was? Zum Wohl. Zum Wohl. Wohl bekommst. Wohl bekommst. Ex. Jawohl. Sagt Kollege Oberpichler, ja. Bereitet sicher eine Erklärung vor. Verehrte Abwesende, ich meine, verehrte Anwesende, Kollege Bürgermeister, Kollege May, es tut mir leid, dass Sie den Termin vom 6. Januar nicht halten können. Durch meine Schuld nicht halten können. Aber der Bürgermeister möge mir verzeihen. Und Herr Wieland auch. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, Herr Oberpichler. Natürlich wird der Bauleiter den 6. Januar termingerecht halten. Und warum, Herr Bürgermeister? Weil sich Bürgermeister und Gemeinderat zu den Abschluss- und Aufräumungsarbeiten zur Verfügung stellen. Und Frau Hertha. Ja, weiß ich. Alle Frauen, auch die Familienangehörigen unter meinem Kommando zur Verfügung. Wiesengeschwader, Marsch! Ja. Und noch jemand hat sich zur Verfügung gestellt? Robert Wachtel. Oh, ja, Moment. Die 10. Klasse der Bergkristall-Oberschule stellt sich zur Verfügung. Ja. Sind wir in der Wachtel gelaufen?
Ist auch ohne Vollversammlung. Also. Und jetzt machen wir ein Foto für die letzte Seite im Werbeprospekt. Oh, gibt es im Leben vor, dass dich dein Herz erdrückt? Verlierst vielleicht noch den Humor, wenn's gar zu arg dich zwickt. Für diesen ganz speziellen Fall, dein Kummer wird gestillt. Hast du ein Flasche Bergkristall prozentual gefüllt? Nimm dir ein Glösel und zähle hinein. Ein, zwei, drei Schlucke könnt mehr auch noch sein. Und ab geht die Post Apostolorum mit dem Stich im Bulli-Bock vor zur Lorum. Das ist der. Das ist der. Das ist der Bum, 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 der Bum